Und da kommt jetzt meine kurze nachweihnachtliche Folge Nummer 17. Aber vorher schaue ich natürlich Let's Build Fuchsbauer von Dagi Nummer 33. Und die Folge heißt, ich habe seltsame Gedanken. Und dann ist da Genie auf dem Bild. Oh. Bitte keine seltsamen Gedanken. Genie ist auch auf dem Bild eindeutig zu jung, Dagi. Ich gehe mal davon aus, dass er in der Folge dann ihr Zimmer baut. Und na, da will er dann hoffentlich nicht reinspannen. Dafür ist sie eindeutig noch zu jung. Naja, oder sie hat Gedanken, er hat Gedanken, mit wem Ginny wohl zusammen sich ein Zimmer teilen muss. Aber das müsste ja schon feststehen. Und er hat, glaube ich, gesagt, nur Fred und Josh teilen sich ein Zimmer. Naja, wir werden sehen. Also ich werde es jetzt immer sehen. Und dann mache ich jetzt direkt den Cut. Oh, es ging gar nicht um Ginny bei den seltsamen Gedanken. Ach ja, ich stehe natürlich jetzt eben oft die ganze Zeit hier, damit der Ton wieder schön durchgetrocknet wird. Und jetzt ist es dunkel geworden. Also immer zum Fuchsbau. Ja, was waren denn die seltsamen Gedanken? Es ging nicht um Ginny. Es ging um Vitali Klitschko. Und zwar, wenn Dagi niesen muss, muss er an Vitali Klitschko denken, um nichts mehr zu niesen. Fertig. Ja, das ist, der seltsame Gedanke. Und Ginny war dann wahrscheinlich nur Clickbait. Aber, dann will ich hier mal weitermachen. So, einmal kurz das Licht anschalten, damit man mehr sieht. Und dann kann ich auch direkt mal, wie sag ich schon wieder so viel im Inventar? Ja, nee, ich habe hier auch schon neue Keramik natürlich eben aufgemacht. Und dann will ich hier mal kurz hoch. Kam ich überhaupt hoch? Ich weiß schon gar nicht mehr. War alles vor Weihnachten. So, ich habe nämlich auch so rausgefunden, 1, 2, 3, 4. So, muss das da oben gar nicht sein. Da kommt nämlich die nächste, Dingens hier hin. Die nächste. So, und dann bekomme ich noch mehr Keramik raus. Das ist schon mal gut. Das waren so viele. So. Das heißt, die ganze Keramik hier oben kann schon mal wieder raus. Darüber freue ich mich sehr. Denn hier kommt dann. Wow, habe ich gleich viel Keramik. Ey. Nicht so. Sondern so. Und hier kommt. Oh, da ist noch mehr Keramik. So, denn hier kommt dann... Oh, jetzt muss ich aufpassen. So. So. Fertig. Also zumindest hier. So, dann ist nämlich hier die Wand schon mal fertig. Und wir haben hier oben Keramik gespart. Allerdings geht die Keramikwand hier natürlich auch weiter. So. Ja. Die geht hier jetzt... Oh, habe ich hier zu viel letztes Mal abgebaut. So, allerdings das hier kann dann entsprechend weg. So, das aufheben, will ich nicht vergeuden. So. Und jetzt habe ich allerdings nicht aufgepasst, wo er hier jetzt die Kurve gemacht hat. Ich glaube, war das ungefähr hier? Ich habe nicht aufgepasst, Mist. Ich dachte, er zeigt es nochmal und hast mir deswegen nicht aufgeschrieben. Warte mal, das kann schon mal, das kann auf jeden Fall weg. So, ich behaupte jetzt einfach mal, das war ihr und hoffe, dass er es in der nächsten Folge nochmal zeigt. Hey, jetzt habe ich sogar zu viel Keramik. Hey, Rio. Das heißt, ich kann nächstes Mal da drüben noch mehr Keramik farmen. So, aber immer gucken, dass hier jetzt nichts runter... Warte mal, wo war denn mal die tolle Treppe? Hier, die habe ich ja erstmal so abgefeiert. So, wo könnte hier jetzt noch Dach runtergefallen sein? Hier. Nö, hier ist nichts da oben drauf vielleicht? Ne, ich sehe nichts. So. Aber... Ja, das war das schon. Er hat tatsächlich den meisten Teil der Folge gefarmt, sodass ich gar nicht so viel nachzubauen habe. Aber er hat hier fleißig weitergemacht. Und das will ich dann natürlich auch. So, und dabei kann ich erzählen, in der letzten Folge ist ja noch was passiert im Schnitt. Nee, nach dem Schnitt, beim Hochladen. Mein Video, ich habe das erste Mal es geschafft, dass ein Video gesperrt wird wegen Urheberrechtsverletzung. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, Dagi. Sperrst du mich jetzt, weil ich dich nachbaue? Und dann, nein, Dagi, war es natürlich nicht. Es war Lego Harry Potter. Ich habe hier in der letzten Folge die Werbung für Lego Harry Potter so gelobt, weil ich sie so toll fand. Und habe die ja dann auch gezeigt. Ja, die musste ich jetzt verpixeln und dann so nochmal hochladen. Weil Lego Harry Potter fand es nicht gut, dass ich Werbung für Lego Harry Potter gemacht habe. Sorry, Lego Harry Potter, ich werde nichts Positives mehr über Lego Harry Potter sagen. Ich hoffe, damit verstehen wir uns dann. Und und schon habe ich keine Slaps mehr. Und um dieses Versprechen auch direkt in die Tat umzusetzen, ich mache jetzt keine Werbung für Lego Harry Potter, sondern Werbung
gegen Lego Harry Potter. Und zwar geht das auch ganz einfach. An der Stelle hier möchte ich auch kurz auf Azkaban Resurrection aufmerksam machen. Dort habe ich ja einen, auch mache ich ja dann und wann, das ist ja mein Laberformat, auch Reiseblogs. Der neueste Reiseblog, den habe ich noch gar nicht hochgeladen. Der kommt auch, wann kommt der denn? Muss ich mal kurz gucken. Wenn ich das jetzt ordentlicher geschrieben hätte. Ab dem 5. Januar kommt mein nächster Reiseblog. In Abfolge 246 von Azkaban Resurrection. Und Folge 248 heißt Das Geheimnis von Victoria. Und in Das Geheimnis von Victoria rede ich tatsächlich über Lego Harry Potter. Und zwar war ich im Lego Store im Urlaub. Und ja, hatte dann überlegt, was kaufe ich mir jetzt? Lego Harry Potter oder Lego Minecraft? Ja, und ja, an dieser Stelle mache ich jetzt also keine Werbung für Lego Harry Potter. Ich habe damals überlegt, was also am liebsten hätte ich natürlich beides war natürlich zu teuer, am liebsten hätte ich mir alles gekauft, aber natürlich, Lego ist natürlich auch relativ teuer und ich muss mich dann fest entscheiden. Und es war dann anscheinend tatsächlich so, dass dass Minecraft wohl eine günstigere Lizenz hat als Harry Potter. Jedenfalls waren die Minecraft-Artikel einfach günstiger als die Harry Potter-Artikel. Und aus diesem Grunde habe ich mir dann was von Lego Minecraft geholt. Und deswegen mache ich jetzt, bitte kauft euch dann von Lego Minecraft und nicht von Lego Harry Potter, denn Lego Harry Potter möchte nicht, dass ich Werbung für Lego Harry Potter mache. Ja, also kauft euch Lego Minecraft, bitte. Danke. Ja, ich hoffe, Lego Harry Potter ist jetzt zufrieden. Ich mache doch gerne, was Lego Harry Potter sich von mir wünscht. So, das hier reicht jetzt auch mal. Ich gehe mal kurz nach oben, denn hier hat Daniel dann. Ah, hier ist jetzt stockdunkel. Ich mache hier jetzt einfach mal eine Fackel hin. Na, vielleicht nicht dahin, denn da baue ich jetzt zu. Hier hat Daniel das jetzt ein bisschen anders gemacht. Und zwar hat er das jetzt hier so gemacht. Jetzt ist schon wieder dunkel. So hat er es gemacht, glaube ich. Genau. Ja. Das war mal, ich soll vielleicht einfach mal. Aber ich mache die Stelle jetzt einfach hier hin, damit man was sieht. So, einfach damit das Fenster, ich zeig's mal kurz vor. Nee, ich zeig's jetzt erst von oben. Ja, so sieht's von oben aus. Man hat quasi eine schöne Akzentuierung. Welches in Askelon könnt ihr mich sogar hinsetzen? In Askelon haben wir ja die Mod, da man sich auf Half-Slabs draufsetzen kann. Und von unten sieht das jetzt. So. Oh, da ist noch. Sieht das jetzt so aus? Ja, das sieht tatsächlich eine gute, spontane Idee von Dagi, gefällt mir ganz gut. Denn die Alternative wäre ja, dass es so aussieht, dass hier die Decke einfach so eine hässliche Kante hat. Aber nee, das hat er hier jetzt recht gut gelöst. Hat er bis jetzt auch nur bei einem Fenster so gemacht. Aber ich denke mal, das ist eindeutig so, dass man das bei allen Fenstern machen sollte. Vielleicht schreibe ich ihm jetzt auch direkt noch einen Kommentar dazu. Ja, das war jetzt eine relativ kurze Folge, weil es gab jetzt auch nicht so viel Baufortschritt. Aber ich sag's ja, ich mache jetzt nur einen Part. Die nächste Folge wird entsprechend länger. Aber schlechte Nachrichten, die kommen erst nächstes Jahr. Ja, aus diesem Grunde sage ich jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge das neue Jahr besser werden, als es das alte gewesen ist. Auf das alles, was man fort im neuen Jahr gut endet. Auf das Prüfungen und so, vor denen man sich jetzt vielleicht noch fürchtet. Auf dass man dann nächstes Jahr um die Zeit sagen kann, die Prüfung war gar nicht so schwer. Die Hürden, wo ich am Anfang des Jahres noch so Angst vor hatte, die habe ich alle erfolgreich gemeistert. Auf dass alle ein gutes 2023 haben. Und das nächste Video kommt dann auch erst in 2023, also zumindest von dem Format. Ich sage Arrivederci, over and out.